Hallo meine liebe Community, Zocker und Let's Player, herzlich willkommen zu der 95. Folge von Batman Arkham Knight und ich habe einen Frosch im Hals, sollte lieber mal keine Froschschenkel essen. Quack. Ja, wir waren ja jetzt dabei, das letzte Ritterhaus, Ritterruhm zu lösen. Haben ja noch ein Rätsel entdeckt und lesen wir jetzt mal kurz weiter. Drei. Hätte ich auch bis zu Ende lesen können. Die paar Sekundenzeit hätte ich auch noch. Oh Mann. Bis der Hammer gefunden hatte, war bereits eine neue E-Mail eingetroffen an den Inhaber von Emetic Holdings LT Gotham City. Bestätigt hiermit ihren Erwerb der stillgelegten Abwasser- und Wasseraufbereitung unter der Stadt. Zum ersten Mal seit vielen Monaten musste Edward lächeln. Ja, und so kamen die ganzen Scheiß-Rennstrecken zustande. Ich hasse dich immer noch, Emigna. Aber warum habe ich da noch drei leere Felder? Das verstehe ich nicht. Komisch. Na los. Okay. Aha. Ich glaube, ich irgendwas mit dem Elektroschocker. Es wird einen Weg hinausgehen. Ah, verstehe. Verstehe. Ja, ich darf da nicht hin. Ich hasse dich. Ihr könnt nicht hindurch, Kinder. Und nein, auch nicht darunter durchgraben. Mhm. Müssen einige der Würfel anhalten, wenn ich die Ladung abfeuere. Ich würde sagen, das ist mein Job. Kommst du da rein? Tick, 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 tick. Kidwoman. Aua, ey. Ja, kriegen kann sie auch, nur zur Vorsicht, weil das sieht mir gefährlich aus. Gut.
Gefällt mir gar nicht. Sein, Eddie? Also wirklich. Man gewöhnt sich dran. Ja. Bah, Anfängerglück. Intensivieren wir das Ganze. Okay. Bumm, bleib mal stark stehen. Ritter, ich hasse dich. So könnte es gehen. La. Sehr gut, Batman. Jawohl. So, dann müsste ich theoretisch, aber nur theoretisch. Bist du mal bald fertig? Das ist immer noch kein Rätsel, Eddie. Du hast es nur noch nicht herausgefunden. Das ist es, Celsius. Das letzte Rätsel. Okay. Ja, ich gehe ja schon da nicht rein. So, Catwoman. Bett. Muss dahin ziehen. Betsy. Meine Fresse, ja, ist ja schon gut. So. Nimm das runter. Ich kenne das Spiel bis auf die zwei. Legt sich Catwoman dahin?
Wenn sie meint. Nummer 2. Nummer 3. Nummer 4. Nummer 5. Du kannst jederzeit gehen. Wusste ich doch. Ich weiche nur gern den Sägeblättern aus. Ja. Alter. Whittler, jetzt ist mal gut. Geschafft. Ja, komm. So. Hol ihn dir. Ist deins. Wärst du so freundlich? Ja. Ganz locker, ganz easy. Weißt du, was das Schlimmste daran war? Sie sah billig aus. Also, mein Hübscher, worauf warten wir? Ah, geschafft. So, damit hätten wir Catwoman befreit. Mal gucken, wie viel Prozent das gegeben hat. Ja, 82,5. Dann gehen wir mal raus. Wurde eigentlich nur das Zentrum von Gotham evakuiert oder stehen die Villen auch leer? Scarecrow hat die ganze Stadt bedroht, Selina. So eine Tragödie. Dann rette mal die Welt. Ich passe auf, dass Bruce Wayne seine Türen verriegelt hat. Viel Glück dabei. Oh ja. So, mal raus hier. Oh! Guten Tag. Oh, Enigma ist sauer. Hat sich einen kleinen Transformers gebaut. Oh, wie niedlich. Mann, ich brauche einen neuen Umhang. Gefangen. Oh, elegant. Ja. Batman, darf ich?
wie wirkungsvoll Gewalt sein kann. Ja. Genug! Das ist würdelos. Du bist würdelos. Aha. Willst du das zu Ende bringen, Detektiv? Ja. Die Ehre musst du dir verdienen. Löse ich den Zug dieser Stadt, dann kämpfe ich, Batman. Aber keinen Moment mehr. Hier ist Rätsel. Ich soll... Wie viele Ritze habe ich denn noch offen? Okay. Bin bei 86,8. 12 Rätsel und die sind alle in den Filmstudios, wo die Hauptmission weitergeht. Los geht's. Oh, frische Luft, Freiheit und Dunkelheit. Perfekt. Wie sollen wir das feiern? Ich kenne ein paar arme, hilflose Museen. Aber andererseits kenne ich auch ein paar Hotels. Die Nacht ist noch nicht vorbei. Es gibt noch einiges zu tun. Natürlich gibt es das. Du weißt echt, wie man die Stimmung versaut. Nimmst du dir auch mal eine Nacht frei? Ziehst du dir auch mal den Anzug aus? Nicht in einer Nacht wie dieser, Selina. Das ist mein Leben. Schön. Ich schaue mir mal ein, zwei Kunstgalerien an, während die große böse Fledermaus beschäftigt ist. Willst du dich nicht bedanken? Warum? Ist doch dein Job. Und weg ist sie. Ja, meine lieben Leute, jetzt haben wir noch ein Ziel, die Filmstudios. Und los geht's. Scarecrow zieht das an Halloween durch. Schätze, er hat doch ein bisschen. Das Ding macht was platt! Gib Stopp! Mach ja schon! Oh, ich finde es langsam schade, dass es jetzt zu Ende schon so geht. Na gut, Drittel hat mich immer genervt. Aber ich hätte gerne noch alte Gegner gesehen. Wie Pinguin. Ja, Pinguin hat man ja gesehen. Kroko. Hier. Killer Quark. Bane. Wäre auch nicht schlecht gewesen. Aber in diesem Fall ist es ja nicht. Mr. Freeze wäre auch genial gewesen, zum Beispiel als Gehilfe. So, es geht los. Die letzten paar Meter. Oh, ich bin aufgeregt, Leute. Ohne Scheiß, ich weiß auch nicht warum. Hier hat's alles angefangen. Oha. Oha, oha, oha. Tim. Oh nein. Und noch ein Wunderknabe scheidet dahin, gefällt von einem Superschurken. Wenn es dich tröstet. Glaub kaum, dass er mit meinem unglaublichen Werk mit Jason mithalten kann, oder? Scarecrow wird ihn bestimmt mit Angstgas vollpumpen und dann aufschlitzen, wie einfallslos. Oh Mann, Harley. Diese... Naja, nur noch du und ich. Was, Batman? Das wahre dynamische Duo. Na na, tupf dir die Tränen ab. Ja, Mann, ich will mit Harley reden. In
jemand zwischen uns gerät, sterben die, werden verstümmelt oder dazu Hirn gewaschen, dich zu töten. Kleiner Tipp, alter Kumpel. Wir mögen unsere Differenzen haben, aber du und ich, wir gehören zusammen. Garantiert nicht. Der Commissioner war so erpicht darauf, dich wohin zu verraten, als das Leben seiner Tochter davon abhing. Und jetzt habe ich deinen Robin, ein Vogel im Käfig. Faszinierend, dass deine Ängste dich dazu treiben, deinen engsten Verbündeten in eine Gefängniszelle zu stecken. Nun werden dich deine Ängste dazu bringen, das zu tun, was ich sage. Es gibt eine Lagerhalle in Kingston. Geh dorthin, allein. Okay. Also ab nach Kingston, das heißt, ich muss außen rumfahren, wenn ich dann zu Riddler will. Okay. Wir sammeln erstmal hier die Trophäen ein. Hast du es beobachtet? Ja, das habe ich gesehen. War schon witzig, muss ich sagen. War Gordon bei Ihnen? Der Commissioner? Ja, glaub schon. Schwer zu sagen mit all den Blutergüssen im Gesicht. Jemand hat ihn übel zugerichtet. Mr. J wäre stolz gewesen. Oh, Harley. Du hättest das Gesicht von dem Vogeljungen sehen sollen, als sie ihn mitgenommen haben. Okay, wir werden jetzt erstmal, bevor wir jetzt weitergehen, hier erstmal, ja, erstmal die ganzen Trophäen einsammeln. Toll. Ich muss sie schneller erledigen. Wie soll ich die schnell erledigen, ey? Thank you.
Hehehe. Vollständig versagt. Versuch es nur, du wirst scheitern. Du wirst Meine Fresse. Bis gleich. Aufnahmefehl. Sorry, mein Fehler. Ich dachte, wir hätten jetzt die erste Hälfte. Okay, ich bin fertig. Ja, hiermit beende ich erstmal die 95. Folge von Batman Arkham Knight. Danke wie immer fürs Zuschauen. Zockt gut. Euer Gamer Dico sagt ciao. Bis zum nächsten Mal. Hi und herzlich willkommen auf der Endcard, auf der linken Seite, wo Eric sitzt, mein letztes Video zu dem Projekt, und auf der rechten, wo Shelly und Sarah sind, mein nächstes Projekt. Also, wenn du Lust habt, schaut da mal rein. Und oben natürlich Twitch, Facebook und Twitter ist auch bei mir erhältlich. Er hört sich komisch an, aber ist so. Und in der Mitte natürlich der Abo-Button. Wenn euch das gefallen hat, was ich gesehen habe, abonniert mich, lasst mir was da, ich freue mich. In dem Sinne, zockt gut!